Liebe Freunde, mir schwillt mal wieder der Kamm. In Zusammenhang von einer Rede, die ich gelesen und auch sogar gehört habe, ist ein Video dabei, ich habe den Link oben in meinen Text reingegeben, und zwar mit Erdogan. Erdogan will ja in der Türkei nach seinem Gusto die Verfassung ändern. Und da gibt es jetzt ein Referendum und da hat er eine große Rede gehalten. Eigentlich bin ich ein großer Freund des türkischen Volkes, insbesondere der türkischen Mitbürger hier in Deutschland. Und ich habe das ja auch bewiesen. Ich habe mich da engagiert gegen Solingen und so weiter. Aber was Erdogan da macht, das ist wirklich dieser Autokrat, das ist eine Katastrophe. Und er hat tatsächlich doch behauptet, Deutschland wäre ein faschistischer Staat, ein rassistischer Staat und fremdenfeindlich. Naja, ich weiß nicht, wo er das her hat. Jedenfalls, mir erscheint das nicht so. Ich habe auch damals studiert an der Universität Köln, war für Ausländer zuständig. Und da gab es unter anderem Probleme, die durchaus die Afrikaner, die hier bei uns studierten, hatten. Die haben nämlich nach einer Wohnung gesucht. Und die hatten Probleme. Aber auch die anderen Studenten hatten Probleme. Das kann man aber nicht auf rassistisch dann immer zurückführen. Sicherlich gibt es da einige. Und rassistisch ist noch lange nicht jemand, der beispielsweise bestimmte Auseinandersetzungen innerhalb der Religionen oder, ich weiß gar nicht, die Türken sind doch unsere eigene Rasse. Gibt es da einen Unterschied? Und selbst bei Juden habe ich manchmal die Befürchtung, die gehören zu uns. Ich mache da gar keinen Unterschied. Und vieles andere. Natürlich, in Amerika muss was geschehen. Der Traum von Martin Luther King muss erfüllt werden. Und auch wir haben solche Ansätze. Aber zum Beispiel, wenn jemand was gegen Flüchtlinge hat, gegen bestimmte Auswirkungen, gegen bestimmte Clans, dann ist er doch nicht rassistisch. Also ich warne vor der Inflation des Begriffs Rassismus. Und ich kann das nur wirklich deutlich unterstreichen, denn sonst, ja, wogegen sollen wir dann noch demonstrieren? Dass das existiert, da kann man nicht hinwegtäuschen. Aber in jedem Fall, der Erdogan will damit natürlich sein Süppchen hier bei uns kochen und seine Schäfchen, die Türken, hier hinter sich bringen. Aber die sollten auch wissen, das ist ein Autokrat und Türkei ist keine Demokratie mehr. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war nur ganz kurz, aber schauen Sie sich doch ruhig mal auch das Video an, was ich oben als Link eingegeben habe. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss, Ihr Jean Pütz. Bis zum nächsten Mal.